Ja, hallo meine lieben Zuseher, Abonnenten und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, vor kurzem ist mir beim Recherchieren eine Überschrift mit folgendem Wortlaut, ich habe mir gedacht, ich sehe nicht richtig, ins Gesicht gesprungen, so direkt mal, und dieser Wortlaut lautet: vegetarische Ernährung mit erhöhtem Risiko für Depression. Also fleischlose Ernährung hat ein erhöhtes Risiko für Depression. Wow, habe ich mir gedacht. Weil ich ja an und für sich eigentlich ein Video über das Mikrobiom, über das Darmmikrobiom und damit verbundene Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression machen wollte, was im Anschluss auch noch kommt, passt das eh ganz gut. Aber ich möchte natürlich auch hier ein bisschen genauer hinschauen, was diese Aussage nun für einen Wert hat. In dem Falle möchte ich einfach auch aufzeigen, wie schnell es sein kann, dass solche Überschriften ganz schnell mal den Weg in die Medien relativ unreflektiert finden. Und dann heißt es plötzlich, ja, wir haben immer schon recht gehabt, die Fleischesser zumindest. Fleisch ist super gesund und kein Fleisch essen, das macht traurig und bringt Stimmungsschwankungen. Ja, ich möchte es auf jeden Fall gleich mal entkräften. Keine Angst, das stimmt wahrscheinlich nicht so wirklich. Also an mir kann ich es nicht feststellen. Aber ich bin auch nicht Vegetarier, sondern ich esse ja überhaupt keine tierischen Produkte. Ja, wie kam es denn nun zu dieser Erkenntnis, dass fleischlos Depression fördert? Eine wichtige Frage. So, da bin ich wieder, euer Geo von Geo Leben TV und bewusst gesund bei Geo. Jawohl, es wurden bei einer Studie einfach mal über 8000 Vegetarier und etwas mehr als 4000 Fleischesser befragt, und da haben wohl mehr Vegetarier auch im Vorfeld schon angegeben, dass sie eventuell schon mit Depressionen und depressiven Verstimmungen vor der Nahrungsumstellung zu tun hatten, was natürlich einen großen Einfluss darauf macht. Ja, welchen Zusammenhang es dabei auch noch gab, ob das nun wirklich etwas mit der Nahrung zu tun hatte, konnte man nicht wirklich sagen, denn man weiß nicht, ob die Vegetarier auch vielleicht deswegen ihre Ernährung umgestellt haben, da sie, wie gesagt, schon eine bestehende Depression eben vor der Nahrungsumstellung hatten und dadurch verbessern wollten. Oder vielleicht auch deswegen, weil sie sowieso sehr sensitiv, sehr sensibel, etwas empfindlicher sind als andere und hier auch schon natürlich eine Neigung zur Tierliebe eher haben, ja, und eben auch dadurch oder deswegen Vegetarier geworden sind, also eher schon sensible Leute, die eben vorher schon eher zu diesen Stimmungsschwankungen neigen, dass es eben daraus resultiert. Es gibt hier auf jeden Fall keine Studien, die zeigen, dass es hier einen Kausalitätszusammenhang von Vegetarismus und Depression gibt. Eines ist aber schon auch klar, dass Vegetarier wohl eher wesentlich mehr Milchprodukte zu sich nehmen als eben Veganer. Nona ist klar, die nehmen keine Milchprodukte zu sich. Wahrscheinlich auch mehr Milchprodukte als eben Fleischesser, weil hier natürlich, wenn man kein Fleisch isst, aber nicht komplett vegan ist, dann natürlich hier Milchprodukte, Käse vor allem, hier wohl doch ziemlich häufig auf den Tisch kommen, und viele, viele bewusste Menschen wissen, dass mit der Milch ja jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, aber das verkneife ich mir jetzt lieber. Ja, eindeutig jedoch ist, und diese Information will ich auf jeden Fall primär mit euch teilen, dass es mittlerweile eben auch Studien gibt, die zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem menschlichen Darmmikrobiom und dem Gehirn gibt. So, jetzt sind wir eigentlich bei dem eigentlichen Thema dieses Videos. Ja, und zwar ist erst kürzlich, wurde eben ein Signalweg zwischen dem Darm, ja, dem Darm und da oben dem Gehirn entdeckt, und über diese Darm-Hirn-Achse
gibt eben der Darm quasi Infos an das Gehirn weiter und alle Mikroorganismen im Darm haben einen ziemlichen Einfluss auf diesen Informationsaustausch hier herinnen. Ja? Ein irisches Forscherteam hat eben nun gezeigt, dass die Darmbakterien Einfluss auf diese kognitiven Fähigkeiten haben und sie könnten sogar dazu beitragen, dass Gehirne von älteren Menschen wieder leistungsfähiger werden, also die richtigen Bakterien im Darm, ein gutes Darmmikrobiom und schon geht es da oben wieder um einiges besser. Dabei sollen eben spezielle Darmbakterien dafür sorgen, dass sich die kognitiven Funktionen sowie eben auch natürlich die Immunfunktion verbessern. Das hängt ja alles zusammen und Immunfunktion verbessern in Zeiten wie diesen, das ist doch auch was. Na, ob das so manche da oben möchten, naja, ist auch wieder ein anderes Thema. Aber bei Tests an Mäusen konnten eben die kognitiven Fähigkeiten alter Mäuse auf diese Weise verbessert werden. Das heißt, das Mikrobiom der jungen Mäuse führte bei der Übertragung auf die älteren Mäuse zu einer Verlangsamung der Gehirnalterung, also zu verbesserten kognitiven Fähigkeiten und zu einem verbesserten Immunsystem, wie wir jetzt schon wissen. Na bumm, sage ich auf jeden Fall nur. Das heißt, die haben eben Teile des jungen Mikrobioms in das der alten Maus transplantiert, soweit ich eben das verstanden habe. Ja, grundsätzlich weiß man ja mittlerweile, dass eben die Darmflora eine sehr große Auswirkung auf die Gesundheit von uns Menschen hat. Ja? Und die aktuelle Arbeit sei ein potenzieller Wendepunkt, betont eben Forschungsleiter Professor John F. Cryan, da eben erstmals dokumentiert wurde, dass Darmbakterien genutzt werden können, um altersbedingten Gehirnverschleiß zu behandeln. Natürlich sollte man noch schauen, wie diese Erkenntnis durch die Tests an den Mäusen auf den Menschen angewandt werden kann, ist auch klar. Jedoch ist es für mich auf jeden Fall ein Anlass, generell dafür zu sorgen, dass mein Darmmikrobiom gut in Schuss ist. Es ist sowieso wichtig, das ist sowieso klar, hier einfach gut beieinander zu sein. Was können wir also tun, meine Lieben? Das ist die Gretchenfrage. Denn nur reines Wissen, das nicht zu unserem Vorteil angewandt werden kann, bringt uns ja nicht wirklich was. Ja? Forscher stellten eben fest, dass depressive Störungen in Wirklichkeit psychoneuroimmunologische Störungen sind und dass die Verabreichung von Probiotika ihren Zustand verbessert. Ja? Das heißt, Gehirn, Immunsystem und die Psyche machen dann eben in der Gesamtheit Depression. Es wurden zwei Wirkungsmechanismen entwickelt oder entdeckt, besser gesagt, die hier nicht unerheblich auf jeden Fall sind. Und zwar erstens, Darmbakterien können, wie wir vorher schon gehört haben, über den Vagusnerv, also die sogenannte Mikrobiom-Darm-Hirnachse mit dem Gehirn kommunizieren. Noch überraschender dabei ist, dass eben die Darmbakterien in der Lage sind, Neurotransmitter, also Botenstoffe, zu produzieren, die mit denen im Gehirn identisch sind. Ja, mehrere Stämme eben von Lactobacilli und Bifidobacteria scheiden GABA aus, das heißt einen hemmenden Neurotransmitter, dessen Produktion im Falle von Depressionen und Angstzuständen erheblich verlangsamt wird. GABA wirkt ja zum Beispiel beruhigend und hemmt eben die Übererregung. Ja, andere Bakterienarten produzieren auch Acetylcholin, das ist ein Neurotransmitter, der an Gedächtnis, Konzentration und Stimmung beteiligt ist, und Serotonin, Serotonin ist ja ein Zwischenprodukt von Tryptophan, der an der Stimmungsmodulation eben auch beteiligt ist. Also meine lieben Zuseher, das macht alles schon irgendwie Sinn. Probiotika, pflanzenreiche Ernährung, natürlich auch effektive Mikroorganismen würden hier auch schon sehr, sehr gut sein für ein gesundes Darmmikrobiom, das mal so nebenbei erwähnt. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, sind eben natürlich, und das ist der zweite Punkt, sind die Entzündungswerte bei depressiven Menschen. Da wurde eben durch die Tests gezeigt, da hat man gesehen, dass gerade hier bei depressiven Menschen die Entzündungswerte massiv erhöht waren, was natürlich auch nur eine Korrelation natürlich ist und keine Kausalität, doch meine Lieben, den kausalen Zusammenhang wirklich immer ganz astrein herzustellen, ist, glaube ich, sowieso
meistens nicht wirklich möglich, weil es einfach viele tausende von Gründen gibt, warum ein Symptom hier oder da erscheint. Ja, meine Freunde, sorgen wir für ein gutes Darmmilieu, dadurch ein gesundes, gut funktionierendes Darmmikrobiom und in dem Falle gut für die Gehirnfunktion bei Stimmungsschwankungen, Depressionen und generell natürlich für unser Wohlbefinden. Da. Es gibt ja auch so ein grausliches Buch, Im Darm liegt der Tod, was damit zum Ausdruck bringen sollte, wenn es da nicht funktioniert, dann ist alles andere oder vieles andere wahnsinnig kompliziert. In dem Sinne, alles Liebe, meine Freunde, Daumen hoch natürlich. Eure Meinung ist natürlich wie immer gefragt. Ich sage einfach nur, schaut auch auf meine Homepage, bewusstgesund-lebensmut.at. Es ist in Zeiten wie diesen für mich, wird es immer wichtiger, hier, dass ihr wirklich auch da vorbeischaut, weil ich auch von etwas leben muss. In dem Sinne, hey, schön, dass du hier mit dabei warst. Nimm dir diese Dinge ein bisschen zu Herzen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Wir sehen uns beim nächsten Video oder auf meiner Homepage oder wo auch immer. Alles, alles Liebe. Ciao, tschüss. Servus, euer Geo.